Yo, was geht, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Forts im 2 gegen 2 Modus zusammen mit Salzwerk. Richtig. Und wir spielen was anderes, würde ich sagen, als sonst. Feuervogel kam nämlich sehr selten auf diesem Kanal bisher. Und wir wollen mal Feuervogel nehmen und mal gucken, was die 20er können. Hier steht nämlich, haben wir gerade gesehen, 20 mm geschützt, entzünden Strukturen. Ist das gut? Ist das kacke? Wir finden es raus. Als passive Fähigkeit. Ja. Crazy, ne? Ist mir noch nie aufgefallen. Mir auch nicht. Bin auch gespannt, wie es dann aussieht. Also ob das dann so aussieht wie so ein bisschen Gunnerfeuer, aber auch das ist ja nicht so schwach eigentlich. Ja, das ist auch schon richtig nervig. Und ein 20er spreadet halt auch über die ganze Front. Und dadurch, dass du das Feuer halt auch nicht hörst, ist halt schön. Da brennt halt über. Aber den 20er sollte man merken, wenn man damit beschossen wird. Man erwartet nur nicht, dass es anfängt zu brennen, weil das eigentlich nicht passiert. True, true, true. Es ist, Steffen, ich sag's wie es ist, ne? Es ist so angenehm, wieder mit einer Hand auf der Tastatur zu spielen. Oh ja, stimmt. Ja. Habe ich auch instinktiv gemacht. Ja. Ohne drüber nachzudenken, dass es ja jetzt wieder geht. Aber ja. Wir haben gerade ohne Hand gespielt, ne? Und dafür immer bei Salzwerk vorbeischauen. Da kommen solche Sachen. Challenges. Wilde Forts Challenges. Challenges. Ja, du hast schon deine Tag. Sag mal, hast du dir eigentlich schon mal eine Rippe geprellt? Nee, aber ich habe gestern im Stream gehört, dass du dir deine Rippe geprellt hättest, als ins Wasser gesprungen bist. Ja, unfreiwillig, mehr oder weniger. Du bist unfreiwillig ins Wasser gesprungen? Ja, ich war in Hamburg, in der Elbe. Oh, das ist wirklich unfreiwillig. Und mit einem Verein auf der Sportfreizeit. Okay. Und da sind wir unter anderem Boot gefahren. Mein Trainer hat nämlich ein Boot. So Rafting oder so Kanu oder so großes so Elektroboot oder? Elektroboot? Ja, hier weiß ich, was ich meine. Das wäre cool, aber leider mit hier, sag schon, Benzinmotor. Ja, aber das meinte ich ja. Genau, er hat auf jeden Fall uns auf so einem Gerätchen hinterhergezogen. Keine Ahnung, Banane oder so ist wahrscheinlich das Bezeichnendste dafür. War jetzt nicht shaped eine Banane, aber. Ja, ja, wie im Urlaub quasi. Ja, was man so manchmal so für Unsummen von Geld kaufen kann, richtig. Das haben wir da auf jeden Fall gemacht und dann habe ich mich in der Außenkurve nach außen gelehnt, weil das Ding so langweilig war, weil das so stabil gefahren ist. Und meine Partnerin, die vor mir saß, hat sich immer nach innen gelehnt, ne? So wie du es halt machen sollst in der Kurve. Und jetzt kurze Frage, wer hat jetzt eine Rippenprellung und wer hat keine? Ich habe halt eine, weil sie hat sich dann in der nächsten Kurve nach außen gelehnt, ich habe das nicht antizipiert und wir sind so hart abgestiegen von dieser Banane in der Kurve. Ja. Und ich bin halt so unglücklich aus Wasser geknallt, dass ich erstmal nicht atmen konnte. Und die sind schnell, ne? Oder? Ja, das war schon nicht langsam. Ja, und dann so voll mit dem Brustkorb aus Wasser. War hart. Naja, jetzt ist halt eine Rippe geprellt und es wird halt noch wochenlang wehtun. Es ist so lost. Ich wünschte, sie wäre gebrochen. Das wäre einfach nicht so schmerzhaft gewesen. Das glaube ich nicht. Also ja, ich hab's gehört, dass du es gesagt hast, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah, ich mir auch nicht, aber... Ein Rippenbruch ist schon... Ist auch viel gefährlicher. Wahrscheinlich, klar. Aber wenn es in die Lunge reinpiekst, ist nicht so cool. Genau, also... Aber ist crazy, ja, ist crazy. Machst du wieder wilde Sachen, ne? Ja, wilde Sachen, ne? Man muss ja auch sein Leben leben, Steffen. Aber die Mutter wird jetzt sagen, aber doch nicht so! Ja. Meiner Mutter habe ich das so geil erzählt. Mach doch was Entspanntes. Geh in den Schachclub. Schach ist cool, nicht gegen Schach. So, der hat unten Plasma gebaut, ne? Habe ich erzählt. Nö, aber nicht erzählt. Hast du nicht erzählt? Habe ich erzählt. Alright. Das war genau da. Erzählt. Dass das nicht passt, ist doch ein Skandal. Ja, eine Rippenprellung. Nicht schlecht. Nicht schlecht, der spricht. Eine richtige Kriegsverletzung. Si, señor. Oh, so, ja. Ich hab 23 mm ready. Guck dir die Möchtegern Tiny Door an, ey.
Möchte gerne Tiny Dorn, nicht schlecht. Also ich sag's so, ich sag's wie es ist, ich werde alle Waffen verlieren, wenn da irgendwas so wie eine Cannon oder so kommt. Unten hat ein Plasma Laser. Plasma Laser. Yikes. So, 21er ist fertig, aber ich habe halt noch keine Türen davor. Jetzt macht er seine Laser auf. Oh, ich habe drei 20s. Soll ich, gehen wir auf Top oder auf Bottom? Oder ich weiß gar nicht, was ich bin. Also hab. Bottom ist, glaube ich, der bessere Spieler. Okay. Ja, ich würd einfach mal testen, ne? Einfach mal rein. Ja, ja, halt schon mal rein. Oh, das ist richtig stark gewesen. Also ich muss sagen, das war natürlich viel 20mm Action, aber so krass brennt du das jetzt nicht. Nee, aber die Minen sind kaputt gegangen, das fand ich nice. Das war nice, ja. Ich würde mir dann nochmal Feuermörser holen, einfach nur for the sake of the Feuer. Ja, auf jeden Fall. Immer der Damage N. Damage N, genau. Wie Coach sagt. Boah, ich hätte die Türen aufmachen sollen. Hat sogar noch einer in die Kommentare geschrieben. Genau, Top. Ah, Top war nicht so erfolgreich. Da war, glaube ich, ein Haui oder so. Ja, es brennt ein bisschen, ne? Also es ist nicht viel Feuer, aber es brennt ein bisschen. Und man merkt es halt nicht, weil die Gegner keinen Alarm dafür kriegen. Das ist gar nicht so weak. Ist nicht ganz kacke. Ist nicht ganz kacke. Er ist recht, jetzt die Feuermörder, die werden auch. Oh, ich hab den Plasma. So nämlich. Oh, schön, Steffen. Man muss nämlich einfach mal hören, wann die Türchen aufgehen. Die Türchen. Oh, der war zu hoch. Und von oben schießen die auch mit Plasma auf mich. Upala. Das ist dann wohl mein Feld. Der wird gleich abgefackelt, der Plasma. Meine ich aber auch, dass das dein Feld ist. Ich baue unten mal einen Hohwitzer drunter. Alter, der Spread von 20 mm. Boah. So, wie war das? So, nochmal so 37. Oh, 40, glaube ich. 44. Das war aber richtig schön. Der ist 40. Der geht auf eher auf Top Base. Okay, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Alright. Uff. Ich habe den Schild einfach ausgemacht, während auf mich geschossen wurde. Oh, die Türen sind auch so teuer. Ich brauche ein Upgrade Center. Boah, das wär richtig brutal, was du da machst. Oh, ja. Junge. Upsi. Also, das habe ich hier unten aber nicht im Ansatz so gut hinbekommen. So, jetzt ein bisschen weniger Druck. Oh, ist das ekelig. Alles abwackeln, was da steht. Aber Feuerlaser machen irgendwie schon mehr Schaden als die Plasma. Oh, Junge, nein. Du bist ja so krass. Ist das insane. Ey, dann nehme ich klar den Schlussschuss. Oh mein Gott. Ja, einfach ich muss so krank, der Commander, ne? Der muss genervt werden, ich sag's wie es ist. Ja. Wie in Amadillos Videos, ey, jeder Commander ist zu stark. So, hier ein Plasma, den haben wir bekommen. Hier noch ein Plasma. Jetzt muss ich mal anschauen, wie du den da rausgenommen hast. Ich glaube, einen Teil habe ich schon gesehen, aber noch nicht alles.
Also das ist ein Howie, okay. Die Feuerlaser hatten, glaube ich, die Feuermörser hatten, glaube ich, einen krassen Anteil, oder? Die waren schon sehr nervig, ja. Die haben halt auch immer die Struktur beschädigt und dann mit den 20 mm da rein, das war, ja. Ja, ja, da war nämlich schon der ganze Kern offen. Eieiei. Wow. Brutal. Ja, und dann die Pressure hier unten haben wir eigentlich gesehen. Aber das war halt am Anfang wichtig, wo du dem unteren die drei Minen genommen hast, ne? Das hat den so rausgebracht. Ja, das stimmt. Das war, glaube ich. Und die Plasma-Laser sind halt ein Hardcounter gegen Türen vom 20er. Also, du hast richtig, halt so große richtig. Türen und die kosten dich so viel und dann schießt ja dadurch drei, vier Türen mit einem Plasma durch. Ja, dass du dich da mit Schilden verteidigt hast, das war echt wichtig. Das war notwendig, ja. Ja, auch das krass, dass sie gar nicht auf dich gegangen sind mit den Türen da oben, ne? Ich meine, du hattest auch nur zwei normale. Ich wäre so angreifbar gewesen. Da kommst du beim Plasmalaser von Top Base. Aber echt, ja, der echt schießt gespielt. Auf mich. Ja, der hat auf dich geschossen. Bei mir wäre einfach alles gefallen. Meine lieben Freunde, das war doch lustig. Ich fand das lustig. Ich hoffe, ihr fand es auch lustig. Falls ihr das lustig fandet, schaut bei Salzburg vorbei. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Haut rein.